vertritt eine zentrale These. Er meint, dass diese ganze mathematisch-technische Weltbemächtigung letztendlich auf die Ägypter, auf die Pyramide zurückgeht. Auf den Pharao sozusagen. Die modernen Kernkraftwerke, meint er, sind quasi die Pyramiden. Und unsere ganze moderne technische Welt ist ein Pyramidenbau. Wir sind die Sklaven. Und wer ist an der Spitze? Ist ja, wir werden vorangepeitscht von den Pharaonen oder den Dienern der Pharaonen. Und wir sind da vollkommen eingebaut. Und das setzt er an den Anfang seines Buches. Und das sagt er, das ist, wer so an die Welt rangeht, wie das die Pharaonen gemacht haben, auch der Pyramidenbau, der muss mittel- und langfristig die Welt auch zerstören. Und in seinem Buch spielt dann Galileo eine große Rolle.